Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, uns liegt hier ein Antrag vor, der eine sogenannte Dunkelfeldstudie zur Kriminalität in Berlin fordert. In dem Antrag steht nicht drin, welche Kriminalitätsbereiche untersucht werden sollen. Da steht auch nicht drin, wer dazu wie befragt werden soll. Und da steht auch nicht drin, mit welchen Methoden man dadurch zu welchen Erkenntnissen gelangen soll. Da kann man sich dann als Leser schon mal fragen, was wollen die Antragsteller eigentlich? Und wenn man sich dazu mal die Presseerklärung der AfD vom 27. September zu Gemüte führt, mit dem Titel Kriminalitätsentwicklung, AfD fordert Dunkelfeldstudie, dann erfährt man schon eher, wohin die Reise geht. Da heißt es, eine Dunkelfeldstudie muss her, denn es gibt wieder schockierende Zahlen zum Thema Kriminalität. Und ein Großteil der Taten werde von Asylbewerbern begangen und überhaupt würde viel zu wenig abgeschoben. So, also da sagen Sie zwar auch nicht, was Sie genau erforschen wollen, aber Sie wissen schon mal ganz genau, was dabei rauskommt. Es ist nicht nur komplett unseriös, sondern es zeigt uns auch, worum es der AfD in diesem Antrag wirklich geht. Nämlich nicht um irgendeinen Erkenntnisgewinn, sondern es ist dieser brav daherkommende Antrag ist eigentlich nichts weiter als ein Baustein der üblichen AfD-Propaganda gegen Geflüchtete und Zuwanderer, meine Damen und Herren. Dann schauen wir uns mal an, was die in Niedersachsen gemacht haben. Das wird ja hier als Begründung genannt, als Beispiel. In Niedersachsen gab es eine Befragung von zufällig ausgewählten Personen über persönliche Erfahrungen mit Kriminalität und subjektive Empfindungen. So, das zeigt schon mal, da kommen keine Zahlen raus, die man dann einfach auf die polizeiliche Kriminalstatistik draufrechnen kann und dann hat man alles erfasst. Wer das glaubt, liegt ziemlich falsch. Und die Ergebnisse dürften auch nicht im Sinne der AfD-Fraktion sein. Kann man alles im Bericht nachlesen. Das Sicherheitsgefühl ist insgesamt hoch. Es gibt keine massive Steigerung der Kriminalitätserfahrungen, auch nicht der gefühlten. Und so weiter und so fort. Also ich habe meine Zweifel, ob uns so eine Studie wirklich einen relevanten Erkenntnisgewinn bringt. Aber wenn es so ausgeht wie in Niedersachsen, dann würde ich mir an Ihrer Stelle noch mal genau überlegen, ob Sie das wirklich wollen. Eins steht außer Frage. Es gibt, ist ja hier auch schon gesagt worden, es gibt bestimmte Kriminalitätsfelder, in denen ist die Anzeigebereitschaft gering und die Aufklärungsquote niedrig. Es sind Felder wie häusliche Gewalt, Internetkriminalität, rassistische und antisemitische Straftaten oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Es ist gut erforscht, aber dazu brauchen wir eigentlich keine weitere Studie. Und was man hier tun muss, ist die Opfer schützen und betreuen, ihnen Sicherheit geben, wenn sie Anzeige erstatten, und vor allem die gute Ermittlungsarbeit der Polizei stärken, damit sie die Taten aufklären und verfolgen kann. So, und darauf sollten wir uns konzentrieren. Darauf sollten wir uns konzentrieren, wenn wir wirklich die Aufklärung von Kriminalität verbessern wollen und wenn wir wirklich was für diejenigen tun wollen, die Opfer von Straftaten geworden sind. Und ich glaube, mit dem, was wir im künftigen Koalitionsvertrag zu Sicherheit und Opferschutz vereinbart haben, da haben wir ganz gute Aussichten, dass da in den nächsten 5 Jahren auch was passiert. Vielen Dank.